Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein leckeres veganes Kuchenrezept für euch und zwar für einen Zwetschgenkuchen bzw. Pflaumenkuchen mit Streusel. Da könnt ihr Zwetschgen oder Pflaumen nehmen, ganz wie ihr mögt. Ich habe jetzt Pflaumen zu Hause, deshalb werde ich einen Pflaumenkuchen machen. Und zwar benötigen wir ein großes Glas Pflaumen oder eben Zwetschgen. Das wären so ca. 500 Gramm, falls ihr frische Pflaumen oder Zwetschgen verwenden wollt. Da müsst ihr dann die Pflaumen bzw. Zwetschgen halbieren und entsteinen. Genau, meine sind jetzt hier im Glas schon fertig. Dann geht es weiter mit 180 Gramm Pflanzenmargarine, 150 Gramm Zucker, 320 Gramm Weizenmehl, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Teelöffel Zimt gemahlen und einen halben Teelöffel Backpulver sowie 50 ml kaltes Leitungswasser. Genau, außerdem, jetzt habe ich meine Form nicht da, benötigen wir eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Ja, dann fangen wir an. Also zuallererst habe ich mir eine Schüssel bereitgestellt und zwar machen wir zuallererst die Streusel für den Kuchen. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Margarine hineingegeben, 80 Gramm Zucker, ein ganzes Päckchen Vanillezucker, die 2 Teelöffel Zimt und jetzt kommen noch 150 Gramm Mehl dazu. Die ganze Masse werden wir jetzt schön durchkneten, also zu Streusel eben kneten und dann beiseite stellen. Ihr könnt jetzt eine Gabel nehmen, also das Ganze verrühren erstmal, dass sich alles gut durchmischt mit dem Zimt und Zucker etc. Und dann könnt ihr das jetzt mit der Gabel, also die Margarine, klein zerdrücken und dann aber eure Hände verwenden, damit daraus Streusel entstehen. So. Jetzt werde ich das mit den Händen zu Streuseln formen. Ich mache das einfach durch meine Hände gebe. Ich glaube, ja, jeder weiß, wie man Streuseln etwa zubereitet. Und damit die Streusel jetzt nicht, damit das mit der Margarine jetzt nicht warm wird, sondern auch, dass es eben Streusel bleiben und die nicht zerlaufen, werden wir den Streuselteig jetzt gleich in den Kühlschrank stellen, weil wir uns dann erstmal an den Mürbeteig machen müssen. Genau. Da holen wir uns dann gleich noch eine zweite Schüssel und bereiten den Boden vor. Jetzt habe ich mir meine zweite Rührschüssel bereitgestellt. Da habe ich jetzt schon fast alle Zutaten für den Boden hineingegeben. Und zwar habe ich zuallererst 70 Gramm Zucker, ein ganzes Päckchen Vanillezucker, also das zweite Päckchen Vanillezucker reingegeben, einen halben Teelöffel Backpulver, 180 Gramm Mehl und 80 Gramm Margarine. Das ist jetzt alles hier drin. Jetzt geben wir zum Schluss noch die 50 ml kaltes Leitungswasser dazu. Und diese ganze Masse verkneten wir jetzt einfach mit den Händen. Also ich mache das immer mit den Händen und verknete das einfach zu einem Teig. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Küchenmaschine habt, das jetzt mit Knethaken zu einem Teig eben kneten. Und ja, wenn ich das jetzt geknetet habe, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zurück. Meine Form, die Springform, habe ich bereits mit Margarine komplett eingefettet und meine Pflaumen aus dem Glas habe ich schon abgesiebt. Also die Flüssigkeit habe ich abgesiebt, dass wir den Teig jetzt gleich belegen können, den Boden. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier meinen Teig schon in die Backform gegeben. Der muss auch so klebrig sein. Und das Ganze werden wir jetzt einfach schön auf dem Boden verteilen, damit überall eine gleiche Dicke eben ist. Das müsst ihr einfach schön andrücken. Und dann können wir diesen Boden mit den Pflaumen bzw. Zwetschgenhälften belegen. Ja, jetzt habe ich schon angefangen, nachdem ich den Teig schön glatt verstrichen habe gleichmäßig, dass ich meine Pflaumenhälften hier verteile. Das könnt ihr anordnen, wie ihr gerne möchtet. Und meinen Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Da werden wir den Kuchen jetzt gleich für ca. 50 bis 60 Minuten backen. Da müsst ihr dann die Stäbchenprobe am Ende machen. So, jetzt hole ich noch meine Streuseln aus dem Kühlschrank und gebe die Streusel noch drauf. So, hier habe ich jetzt meine Streusel. Ihr könnt auch, wenn ihr den Zimtgeschmack nicht mögt, die Streusel ohne Zimt eben machen. Also ihr lasst dann einfach die 2 Teelöffel Zimt weg und macht das eben nur mit den anderen Zutaten. Also Margarine, Zucker, Vanillezucker und Mehl.
Genau, so. Und wie gesagt, 50 bis 60 Minuten. Ich gucke immer so nach 45 Minuten schon mal nach, wie die Streusel oben aussehen, ob die schon braun werden. Und ja, nach 55 Minuten sollte das eigentlich schon fertig sein. Am besten natürlich die Stäbchenprobe machen, genau, ob der Teig unten durch ist. So, und das war auch schon alles. Ja, mein Kuchen ist nun fertig. Ich habe den auch schon ein wenig abkühlen lassen. So sieht er jetzt aus. Oben die Streuseln, darunter die Pflaumen. Genau. Ja, wie schon erwähnt, ihr könnt den Zimt auch weglassen für die Streusel, wenn ihr keinen Zimt mögt. Und genau, außerdem die Pflaumen reichen auf jeden Fall, wenn ihr ein Glas mit Pflaumen oder Zwetschgen nimmt, also so ein großes, dann reicht das immer perfekt für einen Springform von 26 cm. Das ist auch bei den Sauerkirschen so, wenn ihr ein großes Glas Sauerkirschen nehmt. Ich verlinke euch auch gerne mal unten mein Kirschstreuselkuchen. Der wird allerdings ganz anders gemacht als dieser hier, also der Boden wird anders zubereitet und die Streusel auch. Genau, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Das ist wirklich richtig, richtig lecker. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wollt. Der Link ist unten in der Infobox und lasst mir auch sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.